Musik und Tanz, Sport und viel Spaß, das war der vorletzte Schultag am Senftenberger Friedrich-Engels-Gymnasium. Dort feierten Schüler, Lehrer und Gäste das traditionelle Mittsommerfest. Gestaltet wurde es unter anderem von der Big Band des Gymnasiums und der Schulband. Es gab Mitmachangebote und auch fürs leibliche Wohl war gesorgt. Unterdessen hat am Gymnasium eine umfangreiche Gebäudesanierung begonnen. In voraussichtlich 4 Bauabschnitten wird das Gebäude unter anderem barrierefrei und digital ausgebaut. Während der mehrjährigen Bauphase nutzt die Schule auch eine Raumcontaineranlage. Am Friedrich-Engels-Gymnasium lernen derzeit rund 700 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 12.